Die Laserenukleation der Prostata ist ein sehr häufig durchgeführter urologischer Eingriff. Dabei schält man die Prostata von innen aus. Das kann man sich vorstellen wie bei einer Orange, wo man von innen das Fruchtfleisch entfernt, aber die Schale belässt. Ziel der Operation ist die Harnröhre und sozusagen den Weg nach draußen für den Urin wieder frei passierbar zu machen. Der Eingriff wird in der Regel in Vollnarkose, manchmal aber auch in Rückenmarksnarkose durchgeführt, dauert etwa eine Stunde und danach ist man 2 bis 3 Tage im Rahmen eines stationären Aufenthalts im Krankenhaus.